Hallo aus der Fitfabrik in Wien 22, die Trainingsstätte Transformer Austria-Athleten. Heute bei mir zu Gast der Philipp Gschwandner, österreichischer Junioren-Gesamtsieger 2010 und sein Trainingspartner der Christoph Ortner, dritter Platz damals bei der Gleichmeisterschaft, österreichische Juniorenmeisterschaft. Die Burschen sind seit kurzem bei uns im Transformer Austria-Team, werden auch von mir jetzt vorbereitet. Irgendwann einmal dann, wenn dann meine Bewerber vorbei sind, werden wir mit ihnen zum Pit rausfahren, dass der Pit auch noch ein Auge drauf wirft, um zu sehen, was wir umstellen müssen, einstellen müssen und so fort und so weiter. Philipp, erzähl ein bisschen was über deine Person, was du momentan machst und wie es weitergeht. Ja, hallo, wie gesagt, ich bin der Philipp Gschwandner. Ich bin aus dem Burgenland, aus dem Bezirk Oberwart. Ich bin jetzt nach Wien gezogen wegen einem Studium. Und zwischen mir und zwischen Christoph hat sich ja nach dem Wettkampf eine Freundschaft entwickelt. Und deswegen trainieren wir jetzt auch gemeinsam in Wien. Und ja, ich bereite mich für die Frühjahrsmeisterschaften 2012 vor. Deswegen habe ich einen Manuel um Hilfe gebeten. Ja. Geil, oder? Okay, man sieht ja, wie gesagt, die Burschen sind im Interview unerfahren. Wie gesagt, mir ist am Anfang auch so gegangen beim ersten Mal, macht aber gar nichts. Wie gesagt, es soll ein menschlich rüberkommen, wie gesagt, also das passt schon. Christoph, zu dir, wie schaut es bei dir aus? Ja, bei mir schaut es so aus. Manuel hat mir schon 2010 ein bisschen Unterstützung gegeben für die Herbstmeisterschaften. 2011 war bei mir ein bisschen sehr nachlässig, das heißt, ich habe zwar schon gescheit weiter trainiert, ernährungstechnisch nicht wirklich drauf geschaut und haben mir gedacht, pfeif drauf, schauen wir, dass ein bisschen was drauf geht. Und haben mir das Ziel gesteckt, dass ich 2012 jetzt im Herbst auch wieder starte. Bin natürlich dann gleich wieder zum Manuel nachher dann und ja, wie gesagt, schaut so aus, dass ich mit Philipp jetzt gemeinsam trainiere und hoffe das Beste für 2012 für den Herbst. Also wie gesagt, das Problem beim Christoph ist das, dass der Christoph halt einer ist, der was halt, eigentlich sehr, sehr definiert wird beim Wettkampf. Beim Christoph müssen wir schauen, dass die Masse, dass wir Masse raufbekommen, wie gesagt, und dann auch schauen, dass wir die Masse, sprich das Volumen so gut es geht, bis am Tag des Wettkampfes halten. Beim Philipp ist halt eher, sage ich mal, auch so, dass der Philipp sehr, sehr definiert werden kann, wie man gesehen hat am Wettkampf 2010. Da müssen wir schauen, wie halt die Entwicklung jetzt voranschreitet. Es sind ja zwei verschiedene oder zwei komplett verschiedene Körpertypen. Wobei ich immer sagen muss, beim Christoph hat noch einiges an Masse Platz, weil er doch einen relativ weiten Schultergürtel hat. Also da passt noch einiges rauf. Ist natürlich in den jungen Jahren ein bisschen nachteilig, weil man halt zwar breit wirkt, aber jetzt das Volumen fehlt. Aber das, für das arbeiten wir jetzt so zusammen, dass wir das jetzt reinbekommen, wie gesagt. Auch wie man jetzt das sieht, wie gesagt, wir haben wieder sehr viele Nachwuchsathleten da. Wie gesagt, was mir auch wieder ein Anliegen ist, also ich bereite gerne die Nachwuchsathleten vor, weil es halt einfach interessant zu sehen ist oder mit anzusehen ist oder auch mitzuleben ist, wie die Burschen sich entwickeln. Komm.
fahren noch. Oh. 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 Eins. Zwei. Dann bringst du hier dran. Aber es ist unten fest. Oh, sehr schön. Komm. Neun. Sehr gut. Zwölf. Dann so, komm. Zwölf. 13. Ja, komm. Jetzt anstrengen, ganz durchhängen muss. Ja, und? 3. 4. 5. Ja, durchbeißen. Nach außen. 15. Wie ist die Stirn berührst? 7, sehr gut. Thank you.
10, 11, das ist die dritte, ja, 12, 13, ja, ja, 14, 15, sehr gut, passt.